Hi Leute, willkommen zu meinem Entweder-Oder-Tag und ja, leider sind nicht so viele Fragen reingekommen, also musste ich selber ein paar schreiben, aber ja, also habe ich auch selber welche geschrieben und ich habe gesagt, ich will Werbung machen für den Kanal, der also die Fragen stellt und das werde ich jetzt auch machen. Die ersten Fragen stammen von Monster High. MH Forever JS. Da ist so ein kleiner Schatten drauf, so. Dann zeige ich euch mal ihren Kanal. Also sie hat nur 9 Abonnenten, also bitte ich sie zu abonnieren. Weil, ja. Es ist einfach so, wenn man neu da ist, will man unbedingt Abos haben. Und ja. Und auch ein paar Aufrufe für die Videos. Fangen wir mal an mit den Fragen. Entweder süß oder sauer. Ich beziehe das jetzt mal aufs Essen und dann tendiere ich eher zu süß. Ich bin hier mehr so die Süßesserin. Ich vertrage auch was Saures. Mal so eine Zitrone oder so. Oder sowas süß-saures. So eine süß-saurige Süßigkeit, wo man dann die halbe Zunge brennt, wenn du dann fertig bist mit Essen. Und ja. Entweder Rockerin oder Prinzessin. Also Prinzessin will ich ja nun mal gar nicht sein. Ich bin ja schon von Natur aus so eine kleine Rockerin. Ich höre Rock- und Metal-Musik, was man mir aber nicht so unbedingt ansieht. Und ich stehe halt auf Totenköpfe und also freakiges Zeug. Entweder schön oder hässlich. Also ich tendiere eigentlich mehr zu schön, weil es gibt ja auch keine hässliche Puppe oder so. Habt ihr irgendwann mal eine hässliche Barbie oder eine hässliche Monster High gesehen, die so wirklich potthässlich war? Nein, das habt ihr eben nicht und deswegen tendiere ich eher zu hübsch, zu schön. Ich bin selber jetzt nicht so die Schönste, aber ich tendiere da eher zu schön. Entweder fein oder schlampig? Fein. Schlampig, also wenn da stehen würde fein oder frech, würde ich eher zu frech tendieren, aber schlampig geht gar nicht. Wir haben so eine in unserer Klasse, die ist so ein bisschen so und es kommt richtig, richtig schlecht an. Und ja, sie hat auch nicht wirklich viele Freunde. Und dann die Fragen von mir. Entweder Monster High oder Ever After High. Monster High. Ich habe mehr Monster Highs und ich tendiere auch eher zu Monster High, weil mit Ever After High kann ich echt nicht viel anfangen, weil ich habe halt die Monster Highs von 2014 gesehen und dann wollte ich mir keine Ever After Highs mehr kaufen. Und ja, hört sich verrückt an. Und wieder CL Cupid als Monster oder als Ever After High. Cupid ist und bleibt ein Monster für mich, weil als Monster sieht sie einfach richtig krass aus und als Ever After High so, nee, also das passt irgendwie nicht zu ihr als Märchenfigur. Nee. Und ich finde es auch irgendwie doof, dass sie in die Geschichte mit aufgenommen wurde, obwohl sie da irgendwie gar nicht reingehört. Ja. Entweder Barbie oder Monster High. Also Barbies kaufe ich mir ja nicht mehr, weil ich schon viel volle Kisten habe und noch so halbvolle. Und ja, und dann kaufe ich mir halt Monster High. Obwohl ich im Moment auch viel Barbie spiele, tendiere ich da eher zu Monster High. Und wieder BF oder Boyfriend. BF. Weil, ja, man braucht halt beste Freunde. Auch wenn meine besten Freundinnen mir zur Seite gestanden haben, als ich einen Freund hatte und mich unterstützt haben, aber mit dem Freund war nach irgendwie 2 Wochen oder so wieder Schluss und dann braucht man einfach eine beste Freundin, die einen unterstützen, wenn man zum Beispiel ein gebrochenes Herz oder so hat. Und da sind beste Freunde einfach total wichtig. Entweder Verena Schizophrenia oder Max Amphetamin. Max Amphetamin, nicht weil ich Verena nicht mag, sondern ich finde ihn irgendwie süßer. und wieder Claudine Wolf oder Laguna Blue. Ich hasse ja eigentlich Wasser, aber irgendwie tendiere ich eher zu Laguna, weil Laguna hat so einen coolen Style und Claudine zwar auch, aber irgendwie mag ich Laguna lieber, keine Ahnung. Entweder Abos oder Aufrufe. YouTube lebt ja von Abos und da tendiere ich eher zu Abonnenten. Man will ja so viele Abonnenten haben wie möglich, man will echt hoch pokern und ja, da tendiere ich ja eher zu Abonnenten.
Und dann noch eine Frage von Helen Fanomi, so extra Fragen. Ich zeige euch nochmal eben ihren Kanal. Kann etwas dauern. Weil ich muss jetzt nach meiner langen Abonnentenliste finden. Ja, ich habe viele Leute abonniert. Ich müsste sie irgendwann mal haben. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Hab sie gefunden. Also es ist ihr Kanal. Abonniert sie, obwohl sie schon 111 Abonnenten hat. 111. sie macht halt Non-Style-Videos und Ever After High und hat auch mal was von Luca Henny und Daniele Negroni gemacht. Also wer Abwechslung möchte, sollte sie abonnieren. Ja. Dann kommen wir zu ihren Fragen. Wie viele Monster Highs hast du? Also in dem Video meine Monster High Collection habe ich nur die Monster Highs genannt, die ich früher hatte. Früher waren es halt 26 ungefähr und jetzt sind es 36. Und ja, es sind 36. Wie viele Barbies hast du? Ich kann die gar nicht zählen. Hier liegen jetzt schon auf dem Boden irgendwie 26 oder so rum. Und auch irgendwann das nicht nur auf dem Boden. Auf Kisten. Und ja, ich kann die gar nicht richtig mehr zählen. Also das ist noch nicht mal ein Fünftel von meinem oder ein Viertel von meiner Sammlung. Und es sind ja 4 volle, randvolle Kisten, wenn man die wieder reintut in die eine Kiste, wo ich die rausgenommen habe. Und dann glaube ich schon, also ich schätze mal, es sind sogar schon so um die 200 Puppen, die ich davon habe. Und dann so, ich habe immer, das habe ich einfach so mit aufgenommen, in meiner Monster High Collection Video habe ich so gesagt, ja, 26 voll wenig und so. Und dann war da noch die Frage, du findest 26 wenig? Ja, keine Ahnung, was ich da gelabert habe. 26 ist eigentlich mal gar nicht so wenig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich habe es wohl so sehr im Vergleich mit den großen Monster High Sammlern in Frage gestellt, dass es einfach falsch ankam und so. Dass, ja, jetzt ist, ich finde es nicht. Also, niemand ist schlecht, der nur 26 Monster Highs hat. Das ist gar nicht das Thema. Ich habe es einfach nur mit den großen Sammlern verglichen, die Regale voll haben und Puppen, die sie doppelt haben, einmal in der Verpackung und einmal ausgepackt und so. Und ich glaube, ich habe es zu sehr damit verglichen und in Vergleich gestellt. Und da ging es wirklich 26 und auch 36 und sowas wenig, weil das sind echt verrückte Sammler, aber die meisten kommen aus Amerika und da ist es eher das Günstige. Ja, das war mein Entweder-Oder-Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ja, ich konnte so spannende Fragen beantworten und ihr habt euch nicht zu Tode gelangweilt. Liken, abonnieren, kommentieren. Abonniert auch die beiden Kanäle. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Gucken. Und yo, ciao!